Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15 mit mir, dem Shadow. Gut, dann machen wir mal weiter hier mit Prompto in der Wüste. Im letzten Part haben wir, ja, eigentlich nur gegen so einen Mech-Teil gekämpft, Level 90, aber jetzt machen wir ganz normal weiter hier in der Handlung. So, ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht irgendwelche Level 99 Gegner haben. Das wäre äußerst schlecht. So, was nicht schlecht wäre, wäre tatsächlich... Kannst du auch irgendwie dein Licht ausmachen? Geht das? Oder siehst du uns sowieso nicht? Oh mein Gott. Die sehen uns so oder so nicht. Maschinengewehr halten. Ja gut, ist okay. So. Gibt es wirklich nicht die Möglichkeit, das Licht auszumachen? Nicht, dass ich wüsste. Ach, ist ja unauffällig. Kriegt doch keiner mit, ne? Wenn wir einfach hier die Treppen hochrennen. Nö, wieso denn auch? Wir leuchten wie ein Weihnachtsbaum, interessiert keinen. Aber wenn das so ist, Scharfschützengewehr. Na, das ist doch eher so ein Ding. Oh, aha, oh, das willst du mir also damit sagen, Spiel, dankeschön. Du traust mir das also nicht zu, dass ich da selber drauf komme, ja? Tja, ich würde es nicht anders machen, glaube ich, als Entwickler. So, try this. Interessiert dich gar nicht, ne? War doch witzig. Oder wissen die jetzt, wo ich bin? Was? Ehrlich? Boom! Aua! Wer schießt auf mich? Du? Oh, fuck, Mann. Fuck that camera. Shit! Raketenwerfer. Wait a second. Ja. Wieso? Achso, ich habe die Waffe gerade in der Hand. Ich wollte gerade sagen, wieso visierst du nicht? Ich treff immer. Oh, Aranea, was machst du denn da? Da, das lief ja wie am Schnürchen, nicht. Ja, Prompto, ich hab's verstanden, dass da Ölfässer rumstehen, aber ich brauch sie nicht. You got this? Was haben wir hier? Ein Elixier? Steuern. Oh. Huch, da war doch was. Ach, nur Maschinengewehr, ja gut. Wenn's sonst nichts ist. Machen wir kurz einen Prozess. Wieso haben die mich denn schon wieder entdeckt? Oh mein Gott. Ich dachte, hier könnte man quick shooten, aber ist wohl nicht so. Oh Mann. Wieso geht das Ding da kaputt da hinten? Mein Gott, wie oft soll ich da noch drauf schießen? Oh shit. Gönn dir mal ein Elixier, Prompto. Alter! Aranea, du weißt, was du machen musst, ne? Dann hat sich das, glaube ich, auch schnell erledigt hier gleich mit dem Mech. Ja, ich auch. Nicht. Weißt du, gegen einen so ein Mech kommt mir wohl klar, wenn das Ding Level 45 ist. Das ist kein Problem. Da reicht ein so ein Niederschmettern von Aranea und dann ist gut. Ja, ich hab irgendwie gerade Bock, einmal drauf zu hauen.
Ach, guck mal. Rasten. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich aber... Ah. Ihr seid... Du sprichst nicht so gern, ne? Mit anderen Leuten. Ach gut. Da gibt's halt nur bei Gladius irgendwelche schönen Gespräche. Gut. Ach, wir müssen wieder von oben anfangen, ha? Tja, ich hätte ja nicht gedacht, dass wir so viele Speicherpunkte hier brauchen. Soweit ich weiß, ist der Prototyp irgendwo hier. Ist das ein Mech? Und was ist an dem so besonders? Besidia hat angeblich vor, sein Bewusstsein mit einer Maschine zu verlinken und sich so unsterblich zu machen. Denk dran, die Sicher, die er erschaffen hat, haben Insomnia zerstört. Wenn wir die Maschine nicht jetzt erledigen, dann kann ihn bald keiner mehr aufhalten. Right. Ich muss gerade anmerken, ich habe Hunger. Schon wieder. Aber egal, das tut ja jetzt nicht zur Sache, ne? Wollen wir erstmal gucken, was hier abgeht. An Vestael Visitia. Das Imperium dankt euch für euren bemerkenswerten Beitrag für die Verteidigung der Gorovas-Schlucht. Genau, ohne eure wertvollen Ergebnisse bei der Erforschung biologischer Magitech-Waffen hätten wir Shiva niemals vernichtet. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Geschichte unseres Reichs dann einen anderen Lauf genommen hätte. Ich freue mich auf eure kommende Erfolge, okay? Schön. Great. So, was liegt hier? Noch mehr Infozeug? Ein Traum ist für mich in Erfüllung gegangen. Soeben wurde mir eine Nachricht zugestellt, dass ich in der Forschung in Richtung von Vestal Besitia versetzt werde. Ich wage es mir kaum vorzustellen, was ich von einem Genie wie ihm lernen kann. Heute rief ich mir Folgendes dazu, ich soll für ihn an einem streng geheimen Projekt arbeiten. Ich bin überrascht, dass mir als Neuzugang bereits solch ein Angebot gemacht wird. Vermutlich sucht er nach jemand, der für ihn lästige Papierarbeit erledigt. Hoffentlich erfahre ich morgen mehr. Ich hoffe, ich gewöhne mich bald an meinen neuen Job. Ich kriege kaum noch ein bisschen runter und leide an chronischer Schlaflosigkeit. Erst wälze ich mich stundenlang im Bett rum, wenn mich die Müdigkeit endlich übermannt. Reißen mich meine Träume zugleich wieder hoch. Die Bilder des Tages verfolgen mich rund um die Uhr. Heute haben wir offiziellen Besuch vom Kaiser erhalten. Wenn er den weiten Weg auf sich genommen hat, muss unsere Forschung hier wirklich wichtig sein. Mit neuem Stolz kann ich mich nun in meine Arbeit stürzen. Ich werde alles tun, um Niflheim zu Ruhm zu verhelfen. Bis spät in die Nacht war ich damit beschäftigt, eine Lösung für den Ärger im Annex zu finden. Diese Stümper haben bei der Handhabung hochinfektöser Plasmodiumproben geschludert. Ich hoffe, die Laborleitung zieht daraus Konsequenzen. Meine Güte! Was war das? Das werden wir gleich sehen. Das Geräusch? Ja, wir werden tatsächlich sehen. Zur Annexion, wie auch immer, Insomnias 18.09.755. Wie geplant werden wir nächsten Monat unsere Pläne für einen militärischen Einsatz in Insomnia umsetzen. Oberste Priorität hat dabei die Eroberung des Kristalls und des Ring der Lucis. Beide Werke sind umgehend an unsere Exzellenz Ledoras Aldercapt auszuliefern. Wir müssen Lucis mit seinem Kampf im Namen des Untergang geweihten Königshauses Einhalt gebieten, um weitere Opfer zu vermeiden. Oberkommandant Ravus Nox Floret oder so ähnlich. Ziel gefunden. Abwehrprogramm aktiviert. Ziel gefunden. Eliminierung eingeleitet. So, mein liebes Magitech-Viech. Oder imperieller Soldat, eher gesagt. Ich gönn mich dir. So. Was haben wir hier? Maschinengewehr. Toll. Dann sollte ich vielleicht mein Maschinengewehr auch einsetzen, wa? Easy! Scharfschützengewehr? Naja, könnte man... Ja, doch. Ja. Hoplomachus. Oh nein, musstest du das tun, Aranea? Really? Zertrümmert. Aranea,
Oh, lol. Ist okay, ich muss nicht mal zum Gegner hingehen. Wir können ihn auch von hier klatschen. Ich komme doch eh gleich runter, oder? Okay, ich will aber jetzt nicht out of combat kommen. Das wäre mies. Komm, einfach runter hier. Drauf. Geschissen, heiß und fettig. Ich hatte gerade ein bisschen Angst um meinen AP. Ich musste den jetzt eben... So, tschüss, gute Nacht. Ich bin beeindruckt. So, wie sieht's aus mit Items hier? Elixier, so, so. So, also die ganzen Items, die ich vorhin richtig verschludert habe, die kriege ich jetzt zumindest wieder. Also Heiltränke jetzt nicht unbedingt, aber zumindest Supertränke und Elixiere, die halt nochmal eine Ecke besser sind, so gesehen. So, wobei, na, ich hätte nichts gegen kleinere, schöne Heiltränke. Die wären, jetzt wäre ein Heiltrank zum Beispiel echt geil, beispielsweise, aber, ja, what will you make, ne? Ist okay, Prompto, alles ist gut. So, da haben wir noch mehr Friends. Hallo, darf ich hier auch mal durch? Da ist ein Item, haben will. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal runter und machen hier Party. Na, was bleibt uns anderes übrig? Ist wahrscheinlich das, was wir auch tun sollen. Nee, damit kannst du mir mal kurz vom Leib bleiben. Yo, den haben wir gefinisht. Alles klar. Dankeschön. Mach kaputt das Ding jetzt. Ich brauche neue Muni. Für meine Maschinenpistole. Wohlgemerkt. Merkt man, ne? Da ist ja eine. Gucke mal. Ich habe mich jetzt mittlerweile auch ein bisschen dran gewohnt. Dran gewöhnt. Ja, so wie man halt eben mit Prompto halt kämpft, so an den Waffen und dem ganzen System. So allmählich geht's. Am Anfang fand ich das sehr, sehr befremdlich, aber jetzt... Jetzt geht's eigentlich. Ist nicht mehr so schlimm. Das macht sogar eigentlich sogar ein bisschen Bock. Auch wenn ich natürlich bevorzuge, ganz normal zu kämpfen. Wie mit Noct und den anderen oder mit Gladio. Gladio hat auch ein cooles Kampfsystem. Ja, wo ist das letzte Ding jetzt? Oben oder? Daneben. Was zur Hölle machen wir ja eigentlich? Oh, wer hätte es gedacht? Noch mehr Gegner. Hurra! Warte mal. Aranea? Ist das eigentlich flächendeckend? Ja, wohin? Das Ding wurde einfach abgebrochen. Der Sprung. Warum auch immer. I don't know. Bräuchte ich hier irgendwo wieder so einen Waffenschrank, wo ich mir so schöne Muni wiederholen kann für meine Maschinenpistole. Ja, das wäre was.
Da, hier, komm. Jetzt zerschreddern wir den einfach mal ganz kurz. Da, dankeschön. Maschinengewehr erhalten. Ah, ein super Elixier. Das ist natürlich super duper. Weiter in den Annex vordringen. Okay, gut. Erstmal neue Muni holen, dankeschön. Die wird zwar eigentlich direkt immer die Waffe ausgetauscht, aber erzählt es bitte kein weiter. So, wo muss ich denn lang? Die geht auf? Oh, tatsächlich. Oh, schaut mal, wir haben hier eine Raststätte. Raststätte ist gut, ne? So, was haben wir denn hier für Informationen? 24.10. im Jahr 724. Die Massenproduktion der Magitek-Infanterie ist bereits ein voller Erfolg. Unsere Armee hat die luzischen Truppen zurückgedrängt und in Somnia eingekesselt. Doch ich weiß, dass auf mich noch höhere Ziele warten. Gelegentlich schlägt unsere Umwandlung der Sicher zum Miasma aus unbekannten Gründen fehl. Die Subjekte widersetzen sich vehement einer Weiterverarbeitung und wurden bisher entsorgt. Doch statt Miasma aus ihnen zu machen, könnten wir sie anderweitig verwenden. Es ist mir unbegreiflich, warum mir dieser Gedanke nicht eher gekommen ist. Ich muss diese Exemplare untersuchen und so einen Weg finden, ihre unvergleichliche Stärke für unsere Zwecke einzusetzen. Meine Forschung wird Niflheim die Weltherrschaft bringen. Er ist verrückt. Absolut wahnsinnig. Ja, du sagst es. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. So, eine Sache noch. Super Elixier aufheben. So, rasten. Natürlich wollen wir rasten. Hier. Einmal ein Nickerchen machen. Romantisches Pläuschen. Oh, ein Snickers-Automaten. Gut, dann geht's weiter. Oh Mann. Es wird ja immer lauter. Kleines Miezekätzchen, oder wie? So, Modell SAS 0877, Codename Barbaros. Endlich ist mir die Fusion einer Maschine mit einem Magitech-Kern mit Bewusstsein gelungen. Obwohl sich das Objekt noch immer im Teststadium befindet, wird es sich bei der Verteidigung der Anlage bis zur Vollendung des Protokolls Immortales als äußerst effektiv erweisen. Direktor Vestael Besitia, okay. Toll. Und was haben wir hier wieder anzuhören? Folgt uns dieser Name überall hin. Alles. Alles ist seine Schuld. Abgespacete Musik hier. Aber interessantes Tonband. What the fuck? Holy crap, what's going on here? Oh lol, Barbaros, my old good friend. Are you good today? How are you? Das ist King Kong Reborn, Mann. So, okay, wie mache ich das jetzt am besten hier? Also bis jetzt tue ich mir wahrscheinlich einen Gefallen damit.
ein bisschen defensiver zu spielen. Bis ich mit Aranea den vielleicht down schießen kann, so wie die Max. Möglich. Wir probieren es aus. Ja, tatsächlich. Hä? Aber der ist irgendwie direkt wieder aufgestanden. Irgendwas hat da gerade nicht so gut funktioniert. Ah, ich muss das Ganze nochmal abwarten. Konnte keinen Triumphschuss machen. Sehr schade. So, ich weiß, so wird er mich wahrscheinlich eher treffen, aber ich will ja auch ein bisschen Schaden machen. So, und was mache ich jetzt dagegen? Da sind doch solche Muni-Magazine da vorne, oder? An der Säule. Frage mich, ob ich die... Okay. Witzigerweise ist er jetzt niedergeworfen worden. Können wir das Ganze nochmal wiederholen? Und zwar damit. Ausprobieren. Ja, tatsächlich. Ich konnte einmal... Einmal konnte ich schießen. Ja, easy. Ich hab was kann der denn noch? Der kann gar nichts, der Typ. Das ist ja schon langweilig. Mensch, Digga. Kannst du auch irgendwas Spannendes machen? Irgendwo, wo ich vielleicht mal ausweichen muss? Ich glaube, wenn man bei dem Boss auf Distanz bleibt, dann kann man aber gar nicht verlieren. Aber wo bleibt denn da der Spaß? Hä? Mach doch jetzt Drachentanz. Mein Gott. Drachensatz. Ja, ich würde sagen, das war unlucky. Ist irgendwas hinter mir? Nee, das ist doch nix. Hä? Mir war doch so. Triumphschuss! Ja, das hat auf jeden Fall gesessen. So, das Ganze am liebsten nochmal gerne wiederholen. Okay. Irgendwas passiert da. Oh! Der hat also auch noch eine zweite Phase. Ich bin froh, das zu sehen. Okay. Alright. Ich verstehe schon. In dieser Phase ist das nicht ganz so pleppig. Ja, ist doch gut. Haben wir wenigstens ein bisschen eine Herausforderung. What the fuck? What the fuck was that? Okay. Wenn ich jetzt, wann dann? Wieso klappt das nicht? So, du benutzt erstmal hier. Hatte ich nicht gerade noch einen Superstähler? Nein, habe ich nicht. Oh, dann habe ich mich verlesen. Ja, das ist doof. Hui. Und wie kann ich den jetzt niederschmettern, den lieben Dude? Ich kann doch nicht die ganze Zeit so kämpfen. Das geht ja nicht. Nee. Auf Dauer nicht. Am liebsten nicht zumindest. Also einmal ausweichen geht, ja. Zweites Mal schwierig. Ja, wieso gehst du dann wieder in die Lüfte, du kleiner dreckiger Kackmob? Ist das dein fucking Ernst? Dann in die Luft zu gehen, wenn ich diesen verkackten Jump nutzen will?
Hauptsache nur noch mehr in Bewegung bleiben, ne? Oder wie? Okay, der Breath, der wird mich wahrscheinlich nicht treffen, oder? Ja doch, wenn ich drin stehen bleibe, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ich hab's... meinen Auftritt verpasst. Oh no. Oh no. Das ist doof. I try. Ne, es funktioniert leider nicht, Leute. Nachdem der niedergeworfen ist und ich Y spamme, klappt es klappt einfach nicht. Ey. Zum Glück habe ich 1 Million Phönixfedern und so dabei. Tja, wer gut sammelt, der ist dann auch gut vorbereitet für ein Battle. Ja, es geht! Ich kann endlich schießen. Na, das hat Schaden gemacht. Zur Abwechslung mal. Das freut mich. Wirklich. Ich war zu langsam. Mein HP ist zwar wieder weg, ich weiß. Aber... ist egal! Triumphschuss! Was? Protokoll XDA 1002 Immortalis. Infusion des Miasmas abgeschlossen. Maschine bei vollem Bewusstsein. Sämtliche Werte stabilisiert. Immortalis aktiviert. Draußen! Was? Oh Mann. Das ist der Prototyp? Steckt. Wie seht ihr? Da drin? Steig auf! Geht's noch, Prompto? Ja. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Werde Zeug einer Kraft, mächtiger als die Götter. Ich werde alle vernichten, die sich mich jemals in den Weg gestellt. Greife Immortalis mit dem Maschinengewehr an, ohne selbst Schaden zu nehmen. Wenn Immortalis sich einholt, endet das Spiel in einem Game Over. Ah, okay. Das ist jetzt besiegt hier? Sich selbst zur Waffe machen. Wie krank muss man sein? Ja, ich muss ja jetzt da drauf schießen, oder? Ich sehe seine Fresse nicht. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Hallo! Der ist ja riesig. Der ist unglaublich riesig. Ich schieße ja schon. So viel ich kann. Ich hoffe, wir machen es bis jetzt richtig. Ja, wenn wir falsch. Wenn wir es falsch machen, sie ist ja innerhalb eines Game Overs. Beuge dich meiner grenzenlosen Macht. Du bist nicht der erste 999 Level-nah Gegner.
den ich platt gemacht habe. Der Mac, der hat's auch nicht ausgehalten und du wirst es auch nicht tun. Im Namen dieses Maschinengewehrs, ich werde dich zur Strecke bringen. Na, war das eine epische Anrede? Ja, voll, ne? Ich glaube, das Ding hat ein bisschen gelitten. Aber es gibt nicht auf. Gewiss nicht, nein. Zum Glück können wir einfach unendlich schießen. Wo? Von rechts. Das ist links. Unverwundbar? Nein. Nicht unverwundbar. Hör auf. Ich glaube, wir müssen diese Teile abknallen, die sonst schießen würden. Es funktioniert. Immer weiter so. Immer auf die leuchtenden Teile drauf. Easy. Warum? Wie ist das wirklich? Was? Doch noch nicht genug. Den Immortales-Kern zerstören. Oh, ich weiß nicht, ob das einfach so geht. Muss ich da diese Teile kaputt machen? Worauf muss ich schießen? Ach, nur auf den Kern. Ja, okay, dann schieße ich nur auf den Kern. Ah, okay, alles klar. Dann bekomme ich jetzt gleich keinen Schaden mehr. Ich dachte, wir müssen jetzt irgendwie präzise die Teile drumherum auch wieder klatschen, aber ist scheinbar nicht so. Ja, ist in Ordnung. Ja, toll. Und diese Phase soll jetzt irgendwie unglaublich schwer sein, oder? Was hat man sich dabei gedacht? Oh mein Gott, ich glaube, hier muss man genau schießen. Aber es geht, glaube ich. Ich drück ja schon! Ich drück ja schon! Geh weg von mir! Stirb! Alles in Ordnung? Ich hatte keine Wahl. Eine Wahl haben wir immer. Steh zu deinen Entscheidungen. Okidoki. Du hast recht. Übrigens gehe ich Noct und die anderen suchen. Wenn es Nocts Bestimmung ist, den Kristall zurückzuerobern, dann muss ich ihm dabei helfen. Vielleicht hole ich den Kristall ja noch vor ihm zurück. Übernimm dich nicht, Kleiner. Natürlich habe ich noch Angst, dass meine Freunde mich nicht akzeptieren, wenn sie die Wahrheit erfahren. Aber ich muss ihnen sagen, dass sie mir vertrauen können. Und auch, was sie mir bedeuten. Das ist die richtige Einstellung. Gralea liegt hinter diesen Bergen da. Aranea. Danke für alles.
So, da haben wir es also tatsächlich geschafft, meine lieben Freunde. Wir haben die Episode von Prompto durchgespielt und ja, es war schon echt interessant, um ehrlich zu sein. Also die Musik hat mir vor allem hier sehr, sehr gut gefallen, fand ich schon echt cool. Ich denke auch, wie bei Gladio wird es hier noch den Herausforderungsmodus geben. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das jetzt gleich im nächsten Part machen möchte. Da muss ich mir nochmal überlegen, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, ich überlege mir das einfach mal in Ruhe und dann weiß ich halt Bescheid. Okay, machen wir das so. Oh, hier sieht man nochmal die Szene, wie Prompto hier erwacht, gefangen. Und wahrscheinlich gerade den Schiss seines Lebens hat. Ja, was für eine Szene. Gut, gut, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, hier ab diesem Punkt verabschiede ich mich einfach mal, ne? Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder in aller Frische, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 15. Und am Ende werden wir sicherlich noch irgendwas freischalten, aber das werde ich noch eingeblendet lassen. Aber ich schalte mich mal eben raus. Tschüssi! Bitte vergib mir, Prompto. Hä? Ich hätte gleich merken sollen, dass du es bist. Hä? Ja, also wirklich, Mann. Das war ein echter Schock für mich, wo wir uns schon so lange kennen. So ein Quatsch. Ich bin doch auch drauf reingefallen. Wenn das hier alles vorbei ist, dann will ich in einer Welt ohne Grenzen leben. Wie? Herkunft ist doch egal. Bestimmt wirst du der König, der der Welt endlich Frieden bringt. Ach was. Hilfst du mir? Allein schaffe ich's nicht. Bin dabei.